Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge. Es müsste die, ich glaube, die 65. werden, wenn ich mal überlege. So, Musik mache ich mal ein bisschen leiser, passe ich an. So, jetzt bin ich mal endlich im Spiel. Ihr seht schon leichte Veränderungen, also, klingt so ein stärker. Da müsste ich vielleicht, naja. Es war natürlich auch eine schlaue Idee, den hier jetzt reinzuhauen in eine Höhle. Da müsste ich dann euch dann vielleicht auch mal schon mal vorführen. So. Aber ich glaube, es schaut schon wieder nicht schlecht aus. Ist zwar hier die helle Lava und so, so ein bisschen überbelichtet. Muss ich noch leicht einstellen. Ach, Inventar ist voll. Super Gelegenheit, um heimzugehen. Die verschmeidet 3 Erde, schmeiß mal weg. Da, Grillhühnchen. Dann Kohle, können wir auch noch irgendwas aufnehmen. So. Dann sind wir gleich, oder? Und da ist dann gleich voll, dann gehen wir mal kurz nach Hause wieder. So. Und ich schau doch mal, da ist noch Kohle, aber die ist direkt neben Lava, die können wir nicht mitnehmen. So. Ich würde eigentlich die Erde hier wegschmeißen, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen was mitnehmen, aber wegen dann einen Slot lohnt sich nicht länger da zu bleiben. Jetzt muss ich bloß wieder rausfinden. Da nicht. Bin nämlich hier irgendwie reingeirrt. Und es ist auch schon wieder 1,5 Wochen her. So. Runter geht man auf jeden Fall. Ich glaube. Ich glaub. Machen wir zu. So. Und halt hier lauter Skeletts und sowas. Unten gehe ich jetzt noch nicht runter. Ich folge einfach mal den Fackel. Hier ist eine Fackel, hier ist eine Fackel. Hier ist eine Fackel, die kommt von da oben. Hier müssen wir schon fast 2000 sein. Und zwar halt eben hier rausgehen. So. Naja. Schauen wir jetzt. Nein. Ach, die Fackel hält sogar. Ich glaube, da geht's nirgendwo raus, aber nie einen Schacht haben wir gefunden. Da gehe ich halt mal wieder da runter. So. Ich folge jetzt einfach mal nur, um meinen Fackel rauszufinden. Da habe ich mich vorhin hochgebaut. Das ist ein bisschen ein Kreis, wo ich da glaube ich gelaufen bin. Ich laufe mal nur darauf. Da war ich schon, da eben ist Sackgasse. Mann, wo muss ich hin? Da unten auf jeden Fall nicht. Da oben ist auch nichts. Hier lang weiß ich nicht, ob ich war. Ich müsste besser aufpassen. Hier geht's rauf. Ich glaube, da war ich gerade schon. Ja, da habe ich versucht raufzuschwimmen. Shield Dungeon. Und dann weiß ich schon mal, wo ich bin. Muss ich hier raus. Das ist ein Skelett. Das töten wir mal schnell. Noch, wenn es der rausfällt, wieder. Ach, gerne wieder. So. Hier müssten wir jetzt dann schon fast draußen sein. Oder zumindest in der Hauptschlucht zurück. So.
Dann hier. Gut, mit dem Boden der Schlucht. So. Dann kämpfen wir uns mal wieder nach oben. So. Hier geht's weiter, immer schön im Kreis nach oben. Und ich klapper schon wieder viel zu laut mit der Maus. So, dann stelle ich mir das hier halt nochmal in Höhe. Ja. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen viel gewesen. So. Dann kommen wir, glaube ich, raus. Hoppe zumindest. Ja. Hier sehen wir schon einen völlig überbelichteten Himmel. Das ist eigentlich nicht das, was ich euch zeigen wollte hier. Also jetzt, wer jetzt denkt, das war alles. Also hier ein bisschen Sonnenspiegelung und so. Nein, das war nicht alles, sondern... Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich hin muss. Ich muss darauf, glaube ich. Laufen wir hier ein bisschen rum. Das hier ist eigentlich, das sollte man eigentlich gar nicht merken, da habe ich nämlich alles ausgestellt. Oder hab's versucht. Wenn man alles ausstellt, ist dann wird's im Schwarz. Also alle Shader. Und so sieht's dann nach meinen Einstellungen aus. Ah, die Sonne geht gerade unter. Das kann man hier, aber hier kein Geflubber, das mag ich nicht. Und also wenn das hier das die Blätter. Also, das Gras spielt zwar hier mit, aber die Blätter nicht, weil es schaut immer aus wie, keine Ahnung, wie Gummi oder so. So, gehen wir auf den Berg, dann haben wir jetzt das Aussicht. So. Dann, ich habe halt jetzt mal drei Einstellungen, also die, wo gerade in der Höhle drin war, die sollte man eigentlich gar nicht merken, also... Das soll ja eigentlich Standard Minecraft sein. Und hier, das ist halt jetzt mein selbst angefertigte. Ich glaube, dass der Schatten noch ein wenig dunkel ist. Schaut schon fast aus wie Nacht. Na gut, ist ja auch schon fast Nacht. So. Ich kann euch dann mal die voreingestellte auch noch zeigen, wie das euch gefällt. So. Aber im Moment ist hier recht dunkel. Das muss ich mal ein bisschen höher drehen. Ich habe jetzt den Shader bloß ein bisschen total getestet. Also nicht wundern, warum da noch CSU Problem ist. So. Also hier ist jetzt schon relativ sehr dunkel. Moment, ich lege mich mal ins Bett. Ich hoffe, ich finde ihn. Und dann kann ich den euch mit tagsüber zeigen. Was geht's? Ich finde mein Bett. Bett, Bett, Bett. Da bist du, Bett. So. Jetzt hier Tag, jetzt haben wir hier die Morgensonne. Der Schatten ist echt noch ein bisschen dunkel. So. Hier Sonne. Und Schatten, wo kann man die ein bisschen sehen? Ja, hier, Schatten sind hier ein bisschen abgerundet, habe ich eingestellt. Also, hier, nicht dass hier da voll die Spitze dran ist, sondern mehr rund. So kleinen Feinheiten, aber. Schatten muss ich noch heller drehen, auf jeden Fall. Hier Weizen wackelt auch wunderschön. So, hier bewerben auch Schatten. Und im Gegensatz, oder im Vergleich dazu kann ich euch mal die Original zeigen. Das sieht man gleich, das sticht einen ins Auge, das ist sehr hell. Und ja, deswegen habe ich mir meine eigene gemacht, weil hier so, wenn du da in Richtung Sonne schaust, siehst du da hinten fast gar nichts mehr. Da ist der Schatten aber auch nicht so dunkel, oder? Da passt der Schatten, ja, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, jetzt werden wir in der Höhle sind, mache ich sowieso dann hier weiter. Weil das die Fairwood, na gut, die ist genauso hoch wie bei den anderen, aber. Das war schon so. So, dann müssen wir jetzt mal ein wenig das Inventar ausleeren.
Kastanien halt. Bisschen Materialien, Kohle. Und Inventory Tricks ist jetzt weg, das habe ich. Musste ich gezwungenermaßen raustun wegen. Oder wegen Neuinstallation vor der Minecraft-Schar. Und ich habe es vergessen wieder reinzutun. So, hier ist Stone, wo tun wir dann denn rein? Hier oben, glaube ich. Oder hier oben? Hier unten, gut. Eisen rein, Netzform rein. Kohle rein. So, Tiermaterialien. Jetzt doch keiner gerne da vorne rein. Und tun wir gleich berichtigen. Jetzt dann hier Essen müsste hier sein. Ne? Und Pilze und Kakaobohnen. So, das hier muss auch hier rein. Wo haben wir Sand? Sand muss doch auch da mit drin sein. Ne? Und Kies. So, dann ist unser Inventar wieder einigermaßen leer. Zwei Bögen können wir schmelzen, dann haben wir einen, naja, mehr oder weniger neuen. Und ich mache mal noch einen Brustpanzer, 7, 8 brauchen wir dafür. So, die lasse ich jetzt hier schmoren. Bis an ihr Lebensende. Oder, bis sie halt, da verkocht, Küchen sind, so. Ich wollte mir hier was basteln. Besten dann mit Kohleerz, Eisenerz. So, damit wir auch ein bisschen besser geschützt sind. Das haben wir mal hier rein, das schmelzen wir dann später zurecht. Dann suchen wir mal wieder den Weg zurück zur Höhle. So. Da ist immer noch das Schaf, das ausgebüxt ist da. So. Hier runter. Ich hoffe, ich weiß noch, wo es lang geht, dass die euch alle jetzt hier die Hand vor den Kopf schlagt und sagt, wo läuft der denn? Ein Huhn. Ich müsste es aber noch wissen, auch wenn die letzte Aufnahmesession ein bisschen her ist. So. Dann. Hier muss es sein, irgendwo. Da bin ich bloß blind. Da habe ich wieder eine Fackel hingestellt. Mal einen Baum. Ich glaube, ich brauche die ganze Folge hier, bis ich die Höhle wieder finde. So. Sag mal, bin ich denn blöd? Ich finde die Höhle nicht mehr. Aber da kann man, glaube ich, auch reinschwimmen. Ach ne, hier ist bloß eingestürzt. Mann, wo oben ist? Das muss ich unbedingt wiederfinden. Weil da unten sind so viel Rohstoff und alles, was wir brauchen. War es noch eine neue Schlucht? Da gehe ich aber jetzt nicht rein. So. Jetzt mal schauen. Hier, doch, da ist es. Ich war auf der falschen Seite vom Berg. Hier war irgendwo der Eingang. Da nicht. Ja, da ist er. Gut. Also hier geht's denn nach draußen. Da setze ich mir mal meinen. Hier ist der Block. Mein Wegweiser halt. So, oder? Können wir gleich ganz hoch aufgehen. Und dann. Hier, Wegweiser Block mal wieder. Den setze ich jetzt immer mal zwischendurch. Hier, da war ich wohl ein Eingang.
Falls sich jetzt alle beschweren, ich nehme die Kohle hier aus der Schlucht erst am Ende mit. So, und schon sind wir bei 15 Minuten. Ein bisschen Shader gezeigt. Und festgestellt, dass man. Ich gehe da wieder runter. Festgestellt, dass ich da noch viel dran einstellen muss. Und dann. Naja, ich mache jetzt mal Schluss für die Folge und nehmen wir gleich die nächste auf. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.